Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zum ersten Mount Guide im neuen Addon begrüßen. Und ich möchte meine ersten Mounts hier erwerben, denn es geht um zwei relativ teure Mounts, die wir holen wollen. Und zwar befinden wir uns einmal hier auf Kultiras, so rum, dann in Boralos und in Boralos auf den Koordinaten 56, 46 und zwar hier unten. Dort ist übrigens, falls ihr es nicht wusstet, auch der Black Market Händler oder die Händlerin besser gesagt. Und die verkauft ein Stücke Sachen. Im Moment ist gerade hier auch das Rhinoceros drin. Darum geht es jetzt aber nicht, sondern es geht hier um einen Mob, den wir jetzt hier nicht pullen wollen, sondern um ihn hier geht's. Und zwar der ausgefuchste Nick. Wenn wir den anquatschen, dann hat er drei schicke Items für uns. Und zwar hat er einmal ein Pet, das werden wir uns halt auch noch angucken, wenn wir schon dabei sind, für 100.000 Gold. Dann hat er ein Mount, Zügel des mächtigen Karawanen, Brutosaurus, für 5 Millionen Gold. Und dann hat er noch ein zweiteres Mount, und zwar Zügel des fahlen Terrorhorns für 500.000. Sprich, wir zahlen hier, wenn wir alles erwerben wollen, 5,6 Millionen Gold. Ich habe im Moment 6 Millionen in der Tasche. Ja, habe ich mir vom Twink rüber geschickt hier auf Antonidas. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen shoppen, kaufen uns das 5 Millionen Gold Mount, kaufen uns das 500.000 Ding und das Pet. Und jetzt gehen wir hier ein bisschen weg und schauen mal, ob wir über die Mauer drüber kommen. Ja, das wäre doch gelacht. Und dann schauen wir uns die Sachen nämlich da hinten an, denn ich habe mir das ja auf der Beta schon mal ein bisschen angeguckt, die Teile sind relativ groß und ich glaube, das machen wir lieber an einem freien Platz, da sehen wir das ein bisschen besser, wie das Zeug aussieht, was es genau kann. Und zwar würde ich sagen, fangen wir erstmal klein an, fangen wir bei dem Pet an. Ja, ist ein schickes kleines Pet, ist so ein Baby-Dino quasi. Schickes Teil habe ich mir jetzt nur gekauft, um quasi das auch vollständig zu haben. Und das geht jetzt aber nicht, sondern es geht um unsere beiden Mounts. Und zwar Fahles Terrorhorn und einmal dann noch den Karawanen Brutosaurus. Und die beiden wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Achso, warte mal, da sind wir falsch. Und zwar müssen wir einmal hier rein. Fahles Terrorhorn, das ist das hier. Und der eine oder andere mag jetzt sagen, ja, das Terrorhorn sieht genauso aus wie die Terrorhörner, die wir schon aus Mist of Pandaria kennen. Das ist richtig. Ist es 500.000 wert? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn man Sammler ist und alle Mounts haben will, dann wird man sich es irgendwann kaufen. Und ich habe es jetzt gleich gemacht. Und ja, toll ist es nicht. Aber es ist ein Mount mehr und ich bin jetzt bei 508 hier mit dem Alichar. Das tollere Mount ist jetzt aber das, was ich mir jetzt anschauen werde. Und zwar den Karawanen Brutosaurus. Und zwar haben wir jetzt hier gleich mal ein Pferd als Scale. Ja, das ist ein normaler Gaul. Ja. Und das ist mein Dino. Also ich bin jetzt schon bin jetzt auf maximale Range rausgescaled, ja. Aber ihr seht, das hier ist mein Dino. Und das sind die normalen Pferde. Also normalerweise wäre man auch etwa so groß wie die, oder? Wenn ich jetzt hier aufmounte. Ja, man ist also 11 ist man ja eh ein bisschen größer normal, aber man ist ne? Die sind sogar fast größer als ich, ne? Also so reite ich normalerweise rum. Und das Ding ist schon gutes Stück größer. Der einzige Nachteil an der Geschichte ist, ja, hier, du bleibst an einem scheiß Tor hängen, ne? Also du kommst durch das Stadttor mit dem Ding nicht durch. Es ist einfach massiv, ja, und es tapst ein bisschen lustig. Und das Coole aber an dem Ding ist, es hat einen Händler drauf, das kennen wir ja schon, ja. Juckt uns jetzt eigentlich nicht so viel. Und es hat noch ein Auktionshaus drauf. Und da kann ich dann quasi auch irgendein Zeug suchen und quasi auch einstellen. Also hier geht einiges, würde ich mal sagen. Das könnt ihr überall in der Pampa machen. Macht einfach euren Mount auf. Können natürlich doch auch andere Spieler nutzen. Das ist eine coole Sache. Jetzt ist die Frage, ist das 5 Millionen wert? Also es ist ein einzigartiges Model. Es ist sogar praktisch, weil man es gebrauchen kann mit dem Auktionshaus. Für mich ist es die 5 Millionen Gold wert. Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, was, so viel Gold werde ich nie entspielen können. Für mich ist das nicht wert. Mich würde es interessieren, was ihr von dem Mount haltet. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren, ob ihr das irgendwann kaufen wollt oder ob ihr denkt, ich habe mein Gold rausgeschmissen. Weil jetzt bin ich, ja, nicht pleite, aber ich habe auf jeden Fall einen guten Betrag weniger. Ja, das war's mit dem Video. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.